EA Sports. It's in the game. Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einem Projekt auf meinem Kanal. Das ist für mich auch fast schon eine Herzensangelegenheit, denn wir spielen ab heute den Fußballmanager 13. Ja, warum nicht den Fußballmanager 14? Ich glaube, dazu gibt es genug Videos und ich möchte mich dazu auch nicht auslassen. Ja, lassen wir es dabei. Wir spielen den Fußballmanager 13. Soweit, so gut. Ist auch nichts Besonderes. Aber ich habe mir vorgenommen und auch so ein bisschen beschlossen, dass wir einen eigenen Club gründen. Das heißt, wir fangen unten in der Kreisliga an und werden uns dann so nach und nach hoffentlich bis nach oben vorarbeiten. Das heißt, wir müssen uns um alles selbst kümmern, wir müssen schauen, wie ist die Jugendarbeit aufgestellt, wo finden wir Talente, wen nehmen wir als Trainer, wie gestalten wir das Training, was machen wir mit unserem Stadion. Eigentlich alles rund ums Fußballgeschäft und ich finde, das macht den Fußballmanager 13 auch aus. Also der hat wirklich teilweise recht gute Features. Ist manches ein bisschen verbuggt, das werden wir dann auch sehen. Aber insgesamt ein tolles Game und ich spiele es eigentlich irre gern. Und die Herausforderung hier mit euch zusammen wirklich ganz unten anzufangen in der Kreisliga. Und wer weiß, vielleicht irgendwann dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga, Champions League mit unserem eigenen Club. Ich denke, das wäre schon was. So, ich muss kurz mein Mikro ein bisschen richtig hinrichten. So, ja, und wie gesagt, das wird, denke ich mal, ein längeres Projekt, aber mir macht's nichts aus. Ich spiele den Fußballmanager irre gern. Ich bin auch ein Fan der Serie, beziehungsweise gewesen, sei jetzt eingestellt worden von EA. Und ja, sind wir mal gespannt, was da die Zukunft bringt. Aber wir brauchen gar nicht lang rumsabbeln, sondern wir gehen hier auf Spiel starten. Und ganz klar, wir starten ein neues Spiel. So, wir machen hier Verein gründen, Create Club. Wir starten erstmal ohne Mitarbeiter. Das Gehalt, das machen wir jährlich. Gesamtstärke und Talentsterne lassen wir uns anzeigen. Tipps brauchen wir nicht unbedingt. Gehen wir weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal die Standard-IE-Datenbank. Hängt damit zusammen, dass ich schlechte Erfahrungen habe mit Datenbanken, die ich mir runtergezogen habe. Deswegen belasse ich es jetzt doch lieber hier bei der 13er-Datenbank. Beziehungsweise in dem Fall ist es ja sogar noch die alte 12er 13, aber ich meine, das stört uns unten in der Kreisliga erstmal sowieso nicht. Wir spielen dann auch mit einem verringerten Transferbudget für die erste Saison. Mit zukünftigen Transfers, ja gut, warum nicht? Freie Konfiguration, würde ich mal sagen, wir tun alle Ligen deselektieren und wir wollen uns nur in Deutschland austoben und gehen dann halt bis ganz runter in die Kreisliga. Ist in Ordnung, klar, sollten wir eigentlich packen. Und dann gehen wir auf weiter. Ja, wie gesagt, ich werde das Spiel, denke ich mal, recht lang spielen. Das heißt, werden da eine Menge Parts kommen. Die Spiele spielen wir im Textmodus. Ich bin eigentlich, muss ich zugeben, ein Fan des 3D-Modus, weil der doch wirklich hübsch ist. Aber ihr wisst ja, ist halt nicht so optimal. Es gibt da viele Probleme. Die Taktiken werden nicht gut umgesetzt und so weiter. Und da habe ich so dann auch mit dem Football Manager geliebäugelt, aber da fehlt mir so der wirtschaftliche Aspekt und auch die Möglichkeit, wirklich ganz unten anzufangen. Und ja, deswegen ist es jetzt dann doch der Football Manager 13 geworden. Und wir starten jetzt einfach, wir nennen uns hier Tom, Nachname LP, Geburtstag. Gut, ich nehme jetzt mal halt irgendeins, das ist jetzt. Na, wir sind. Ja, so jung sind wir auch nicht. Ich nehme jetzt mal, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach 89, das ist egal. Wir sind Deutscher. Deutsch, Fremdsprache können wir Englisch. Wir können auch mal Chinesisch nehmen. Nein, wir nehmen Englisch. Lieblingsverein ist bei mir 60 München. Niemals trainieren würde ich, ja, eigentlich keinen. Eigentlich die Bayern, aber wir haben eh unseren eigenen Club. Von daher macht das nichts. Und Lieblingsspieler haben wir keinen. Und dann geht's weiter. Okay, Gesicht und Frisur. Kleidungsstil nehmen wir dann eher sportlich. Ja, gelb. Nehmen wir einfach mal das hier. Hm.
Gut, die Gesichter, die Skins sind hier nicht alle so toll, muss ich ja ehrlich zugeben. Ja, kann man auch nichts drehen und nichts, schade. So. Ja, schade, die sind alle bloß so vorgefertigt und sehen alle nicht toll aus. Ich hätte mir vielleicht vorher einen anlegen sollen, aber jetzt seid ihr auch dabei, wo wir uns da durchquälen müssen. Aber wir bekommen alles schon hin. Ja, das sieht doch richtig finster aus. Nein, nein, nein. Nehmen wir jetzt einfach mal den. Ja, normale Hautfarbe, Hauttyp. Obwohl das Gesicht gefällt mir auch nicht so, ehrlich gesagt. Ja, das geht ja gut los, viel Geklicke. Aber daran müssen wir uns gewöhnen. Wird auch ein eher ruhigeres Let's Play, also hier wird nicht so viel passieren. Ist dann, na, lass mal gerade mal das Gesicht vielleicht. Augenfarbe, egal. Haarschnitt, oh ja, können wir eigentlich so lassen. Haarfarbe, machen wir uns mal so einen hellen Typen. Ja, nehmen wir das. Bart haben wir keinen. Koteletten haben wir auch nicht. Nehmen wir als Porträt, das ist egal. 1,85, 85, das lassen wir einfach mal alles so. Geht ja nicht um unseren Avatar. Wir spielen. Was ist denn das? Lassen wir mal alles aus. Im Privatleben nehmen wir auch mal mit rein. Warum nicht? Machen wir hier ledig. So, und wir sind Level 1. Und dann nehmen wir auch den Level, den Manager. Und legen los. Die Stadt nehmen wir. Mal Neckarsulm. Und den Club, den nennen wir mal Neckarsulmer Löwen, da ich ja 60er bin und Löwenfan. Machen wir das mal so. Machen wir hier die Löwen. Von den Neckarsulmer Löwen kamen. Ja, lassen wir so. Fanbezeichnung. Auch mal die Löwen. Stadionname. Ja, ich meine, wir bauen ja dann eh irgendwann wahrscheinlich ein komplett neues. Aber wir geben uns mal die Löwenarena. Und was werden da so Menschen wohnen? Ja, sagen wir mal. Ja, hier so 200. Gut, das passt soweit. Ein Logo geben wir uns natürlich auch ein schönes. Den Rahmen lassen wir so. Die Farbe. Ja, so gelb muss nicht sein. Ich dachte eher so an was Goldenes. Ja. Machen wir das mal so. Vielleicht in weiß. Den Rahmen lassen wir mal so. Ein zweites Element brauchen wir nicht. Die Schrift, ja, weiß, ist das vielleicht ein bisschen zu arg. Machen wir mal Neckarsulmer Löwen. Können wir ja dann hier auch so ein bisschen verschieben. Okay. Vielleicht können wir uns hier doch. Vielleicht das hier so hin. Vielleicht. Ja, das sieht aber auch nicht so doll aus, oder? Nee. Das lassen wir mal weg. Vielleicht hier so einen Stern hier so drüber. Warum auch immer. Ja, so. Ja, vielleicht doch weiß. Ja, das sieht auch dann, glaube ich, ein bisschen zu. Ja, wir lassen das jetzt so schwarz.
So, das wird hier unser Logo, die Negasulmer Löwen. Können wir, na, das tun wir nicht speichern. Das Trikot. Ja gut, das ist halt schade. Im Textmodus haben wir nicht viel davon. Aber es gibt hier, das muss man wirklich sagen, viele tolle Designs. Sowas Helles vielleicht. Sowas hier sieht auch gut aus. Die Captain's Binde, ja gut, schwarz ist da vielleicht nicht so toll. Machen wir die blau. Die Hose können wir so lassen. Und als Heimmannschaft spielt man ja eigentlich relativ hell. Und als Auswärtsmannschaft geben uns dann ein bisschen was Dunkleres, würde ich sagen. Da können wir ruhig mal auf... ja, blau, gucken wir mal hier. Das war... Blau-Rot passt vielleicht nicht so unbedingt. Da lassen wir so dieses Gold. Jetzt gucken wir mal. Was haben wir jetzt schon? Sowas hier vielleicht. Dass wir dann die Hosen auch blau machen. So. Dann können wir die Captain's Binde weiß nehmen. Und die Stutzen. Ja, komm, machen wir auch blau. Ja, es gefällt mir doch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht so. Nehmen wir das hier. Ja. Spielen wir in schöner blauer Kleidung auswärts. Sollte eigentlich passen. So, Stadion. Stadion habe ich noch ein vorgefertigtes. So. Da haben wir hier eine kleine Anzeigetafel. Hier haben wir ein paar Bänke. Können wir mal ein bisschen rumschauen. Wir haben hier ein bisschen Flutlicht. Tribüne haben wir nur eine. Alle Sitzplätze, allerdings ein bisschen nach oben. Das Dach haben wir ein bisschen ausgebaut. Und ich denke, dass, also für Kreisklasse reicht das erstmal, wie gesagt, das wird dann später, sollten wir dann wirklich irgendwann aufsteigen, dann wird eh ein neues Stadion kommen. Gut, im Hintergrund, die Stadt passt vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber was soll's. Und wir haben das alles hier so ein bisschen abgerundet. Und dann machen wir weiter. Ja, und da ist der Club auch schon gegründet. Und da sind wir schon. Die Gründung der Negasulmer Löwen zum 1.7.2012. Das war schon fast 2 Jahre her, aber was soll's. Da müssen wir halt durch. Gut, die ersten, weiß ich nicht, 2, 3 Parts werden wir wohl uns um die Mannschaft kümmern. Wir werden dann schauen müssen, wo haben wir starke Spieler, wo haben wir schwache Spieler, wie müssen wir die trainieren, was nehmen wir für eine Aufstellung. Also da wird erstmal noch nicht so viel an Spielen passieren, das kommt dann alles später. Aber das macht ja so eine Manager auch aus, dass wir alles vorbereitet, dass wir dann planen, dass wir ein bisschen ja, zukunftsorientiert schaut, dass wir sich mit der Mannschaft beschäftigt. Wir müssen dann auch ein bisschen auf die Hierarchie achten, wir müssen schauen, dass das Gefüge stimmt, dass die Chemie stimmt und so weiter und so fort. Wie gesagt, wird am Anfang vielleicht ein bisschen zäh, aber gebt 3, 4 Parts Zeit, das wird dann schon. Gut, wir schauen mal, wer so alles hier dabei ist. Wir haben so Heilbronn, Negersulm, Bad Riedisheim, Negersulm. Ja, Bezirksliga. Haben wir alles auch so relativ unbekannte Mannschaften. Landesliga. Ich meine, der jetzt hier in der Nähe wohnt, wird vielleicht den einen oder anderen Ort kennen. Aber so wirklich große sind noch nicht dabei. So Stuttgart sollte irgendwo ja demnächst mal kommen. Asberg könnte man vielleicht kennen. Dann schauen wir mal hier in die Oberliga Bavü. So, ja, hier kommen dann die Kickers 2 und so weiter und so fort. Das sind dann schon so die relativ simulierten. Und dann geht es natürlich hier dann die jeweiligen Regionalligen. Wir spielen dann hier in Regionalliga Südwest. Hoffen wir mal zumindest. Und dann geht das immer weiter höher. Ja, aber wir fangen wie gesagt hier in der Kreisklasse an. Und das sind dann hier unsere
namhaften Gegner. Wir plagen uns mit dem VfB Ödheim rum, mit Unterheißesheim, natürlich mit Bad Dümpfen und mit ja, das Derby Neckarsulm natürlich, das darf auch nicht fehlen. Also dann schauen wir mal. Also alles namhafte, klangvolle und ja, sehr starke Gegner. Ja, und ihr seht, wir haben hier jetzt unseren ersten Tag und unsere erste Herausforderung. So, mal gucken, konnte man das hier löschen? Da muss man dann wahrscheinlich... Wir haben 117 zahlende Mitglieder, das ist schön. Und wir haben ein Angebot vom Hauptsponsor. So, das heißt, wir haben dann hier... Wo konnte man dann jetzt hier verhandeln? Hauptsponsor, Namensrechte, Sponsorenpyramide, Bandenwerbung. Jetzt muss ich mich nochmal hier ein bisschen reinfitzen. Das ist der 6.700 Euro für 4 Jahre. Das ist natürlich die Frage, 4 Jahre? Ob wir in 4 Jahren nicht einen Sponsor haben, der bereit wäre, mehr wie 6.700 zu zahlen. Auf der anderen Seite ist das natürlich für Kreisliga schon recht gut. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir das hier drücken. Auf 2 Jahre. Dafür gehen wir natürlich mit der Forderung auch entsprechend runter. Prämienzahlung. Aufstieg, ja gut. Ich meine, das macht dann die Kohle nicht fett. Die sind immer noch bei 2,16. Gehen wir mal hier auf 2 Jahre. Kommt dem ein bisschen mit den Prämien entgegen. Und auch hier. Die möchten nicht von den 4 Jahren runter, das gibt es nicht. Mein 7.370 Euro. Aber 4 Jahre sind wir gebunden. Pharma. Ja, komm, wir unterschreiben. Okay, sind wir halt 4 Jahre gebunden. Aber okay, was soll's. Die Zeit kriegt man auch um. Namensrechte brauchen wir nicht. Sponsorenpyramide haben wir bisher ein. Und die Bandenwerbung haben wir noch keine Angebote, okay. Ist aber auch nicht das ganz Wichtigste, sondern wir kommen hier jetzt zur ersten Mannschaft. Und dann machen wir erstmal hier, achso, die Standardformation nicht. Sondern wir wollen alle hier rauslöschen. So, beste Position. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Kader an, tun das ein bisschen analysieren. Zuvor schauen wir nochmal in die Jugendmannschaft und gucken mal, was wir hier so an Stärke haben. Hier zum Beispiel 25 und 17, Talent 2. Hier haben wir einen mit 2,5 Sternen, das ist schon recht gut. Und hier haben wir auch einen mit 16 und 25 Stärke Innenverteidiger und auch Talent 2, 2 Sterne. Also Talent Level 4 in dem Fall. Das geht sozusagen bis 10. Und jeder halbe Stern ist dann ein Talentpunkt. Das sind schon... Ja, die zwei sind auch ganz gut dabei. Und zumindest die 2-3 würde ich auch gerne im Auge behalten. Muss man dann mal schauen, was unsere Aufstellung hergibt. Vielleicht können wir dann den einen oder anderen gerade in Freundschaftsspielen mal hochziehen, bisschen Spielpraxis geben, ja, dass wir dann auf unsere eigene Jugend ein bisschen setzen. Wobei am Anfang auch unser Kader, ihr seht es, wenn wir hier mal nach Alter sortieren, ja, gut, wir haben ein paar relativ alte dabei, hier haben wir auch ein paar junge dabei. Die Stärke, wobei wir auf die Stärke nicht so arg viel geben sollten, also die Stärke sagt auch nichts alles aus. Wichtig ist vor allen Dingen hier die Moral, dass wir mit frischen Leuten spielen und dass sie auch fit sind. Die Stärke steigt dann automatisch. Also wenn der hier von der Moral her sinkt, sinkt sowieso die Stärke. Das bringt auch nichts. Und wenn das Talent relativ schlecht ist, dann haben wir auch nicht viel gekonnt. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen unterscheiden, wen setzen wir ein. Lohnt sich es, auf einen etwas älteren zu setzen, so wie hier. 34 hat 2 Sterne, ist allerdings schon alt. Und wenn ich mir dann hier in der Jugendmannschaft, ich glaube, das war sogar in der B-Jugend, danach Talenten schaue, ja, und habe dann hier
einen Innenverteidiger 25, Sterne 2. Dann ist natürlich die Frage mit 16, ob ich den dann nicht schon eher spielen lasse als jemand, der dann schon alt oder recht alt ist und auch 2 Sterne hat. Muss man dann schauen, wie es von der Stärke her passt. Aber wir analysieren jetzt erstmal den Kader, indem wir hier schauen, was wir überhaupt für Material haben. Spielerinfo. Dann lassen wir uns wichtige Fähigkeiten anzeigen. Und dann können wir dann hier entsprechend auch das Trainingsziel einstellen. Und ja, da gucken wir dann mal, was wir machen. Wir können dann theoretisch auch noch die Trainingsziele hier so festlegen, dass sie das permanent trainieren. Das werden wir auch machen. Werden dann ein bisschen vergleichen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Torwart. 33 ist 29, bestes Fußballalter. Und hier haben wir einen mit 32 und 28. Also die nehmen sich eigentlich nicht viel. Das ist ein Einzelspieler. Und er da ist extrovertiert. Also der ist recht offen. Die Stärkepunkte, seht ihr, sind etwa gleich. Das heißt, ja, wird dann die Vorbereitung entscheiden, wen wir hier einsetzen. Er hat natürlich eine Menge Erfahrung. Und er hat hier gar keine Erfahrung. Was heißt gar keine? Also, bis er hier einen Stärkepunkt aufsteigt, dauert es nicht mehr so arg lang, wie im Gegensatz zu ihm. Aber wir legen jetzt erstmal die Trainingsziele fest. Wir haben, ja, wichtige Fähigkeiten, würde ich sagen, Mann gegen Mann. Trainiert er bis 43 und das auch bis 43. Und dann übernehmen wir das. Ihn lassen wir dann. Ja, der ist eigentlich, würde ich sagen, fast ein Ticken stärker für mich. Footparaden ist er besser, Stellungsspiel hat er eigentlich auch ganz gut, aber Mann gegen Mann schlecht. Okay, müssen wir dann in der Vorbereitung sehen, wen wir dann bringen oder wem nicht. Guck mal weiter. Jetzt kommt es hier zu den Verteidigern. Linker Verteidiger 25, der kann beides spielen, ist allerdings auch schon 32. Wäre für mich ehrlich gesagt jetzt nur eine Ergänzung, falls uns mal einer ausfällt. Hat auch nicht so. Er ist auch extrem langsam. Also, ja, es lohnt sich auch fast nicht mehr, ihn dann noch groß zu fördern. Mit 32. Wollitz, gucken wir mal weiter. Das ist halt auch so eine Sache. Er ist 36, also eine Stärke, hat allerdings kaum Talent und ist auch alt. Das heißt, er wird die Saison, denke ich mal, ganz gut spielen. Wird sich allerdings fast nicht verbessern. Und ja, den werden wir dann relativ schnell auch ersetzen müssen. Zumindest mittelfristig. Vielleicht können wir den allerdings als Mentor noch gut gebrauchen. André, das wird er nicht mehr lernen in dem Alter, nicht mehr so schnell. Dass er zumindest vielleicht nochmal an der Mandigung ein bisschen arbeitet. Um die Grätsche. Okay, also Rausch und Wollitz, würde ich sagen, die stecken wir gleich mal auf die Bank. Wir nehmen erstmal hier unseren Spielführer rein. Und ihn auf die Bank. Und den Wollitz und den Rausch von vornherein auf die Bank. Einfach, dass wir da schon mal ein bisschen aussortiert haben. Oh je. Okay. Wird noch schlimmer. Der ist jetzt 34 und hat eine Stärke von 26. Also uns erwartet doch ein bisschen Arbeit. Er hat zwar relativ gutes Talent, also relativ für Kreisliga, aber auch ich weiß nicht, ob wir den vielleicht sogar dann, wenn wir Ersatz haben, direkt nach Hause schicken. Ui, 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 ui. Mann, Deckung, Zweikampf. Ja, Antritt brauchen wir auch nicht mehr groß lernen, das ist noch langsamer. Also, wir müssen auf jeden Fall in der Innenverteidigung was tun. So, Leute, wir müssen da unbedingt was tun. Wenn das so weitergeht, hier haben wir den nächsten. Der ist sogar recht solide. 29 ist okay. 4 Sterne. Bis 26, besten Fußballalter. Das heißt, Löfgens wird bei uns auf alle Fälle vorerst mal gesetzt. Weil der ist ein guter Perspektivspieler. Da können wir auch mal schauen. Er ist auch im Antritt schneller. Wird auch noch recht schnell lernen. Manndeckung ist okay. Ja. Dann noch ein bisschen Zweikampf dazu.
Also läuft Gens auf jeden Fall dabei. Und dann schiebt man gleich rein. Und da uns die Alternativen fehlen, müssen wir dann ja logischerweise den Rausch auch mit rein. Wir müssen ihn hier auf die Ersatzbank. Wobei, den Rausch, auch wenn er 36 Stärke hat, er ist mir doch schon ein Ticken zu alt. Und ein Ticken, ja, mal abwarten. So, der nächste. Das ist jetzt 33. Okay, hat eine relativ gute Stärke, zumindest mal außen. Und das größte Problem ist auch so in der reellen Fußballwelt, Linksverteidiger. Also Linksverteidiger, vor allen Dingen sehr gute, gibt es recht selten. Er hat da eine Stärke von 30, ist zwar relativ alt, hat eine Menge Erfahrung, er ist zufrieden, sollten wir auf jeden Fall mal einsetzen. Klar, langfristig müssen wir hier auch ein bisschen was ändern. Ja. Flanken, ja gut, das brauche ich eigentlich nicht so unbedingt. Ich hätte gern die defensiven Verteidiger, dass sie nicht zu arg aufrücken. Das muss man dann mal später schauen. Das heißt, Mischke setzen wir dann gleich mal auf links ein. Und da uns hier schon die Alternativen fehlen, vielleicht haben wir einen Mittelfeldspieler, der auch noch rechts spielen kann. Er hier zum Beispiel. Er kann defensiv gut spielen. Ich spiele eigentlich gern mit defensiv und offensiv. Müssen wir mal kurz weiterschauen. Linken Hammer, zentralen Hammer. Zentral ist bei mir eigentlich nicht besetzt. Er kann dann aber defensiv und offensiv spielen. Das ist dann so ein Ersatzspieler für mich. Okay, das sind dann alles schon Offensivkräfte. Die werden dann keinen rechten Verteidiger spielen können. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder ihn hier auf rechts zu stellen. Oder doch den... Ja gut, uns bleibt erstmal nichts anderes übrig. Wir müssen Mitschke müssen wir erstmal auf rechts stellen. Werden allerdings dann schauen, dass wir vielleicht die Außenverteidiger gleich mal neu scouten. Das ist keine so gute Voraussetzung, ehrlich gesagt. Oh, der ist auch noch auf links. Oh Jesus. Ihr seht's, links 25. Okay, dann setzen wir Mischke auf rechts, Wollitz erstmal auf links, aber hier tun wir uns auf alle Fälle gleich mal verstärken. Ich schreibe mir das gerade mal auf die To-Do-Liste. Auf jeden Fall erstmal Prio 1 linker Verteidiger, beziehungsweise rechter Verteidiger, wenn wir einen Mischke hier rüberziehen können. So, dann gucken wir defensives Mittelfeld. Ist okay, ist recht alt, wir sind alle recht alt. Das hatte ich auch schon anders, ehrlich gesagt. Ich hatte auch schon Kader gehabt, da waren sie wirklich junge Burschen dabei, die sich schnell entwickelt haben. Und er ist ein Spielmacher. Das heißt, wenn wir ihn einsetzen, könnte er von hinten das Spiel ein bisschen mitgestalten. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen. Würde sogar auch Sinn machen. Wenn er der Spielmacher, dann wäre Grätsche fast verschwendet. Dann sollte er kurze Pässe und lange Pässe spielen. Und wenn wir mal Bedarf haben, vielleicht im Offensiven später mal. Also ihr merkt, ich bringe jetzt ein bisschen hin und her. Ich tue aber hier mir die Formation. Oder ich habe doch, glaube ich, noch hier Raute Offensiv. Ich hatte mir mal was abgespeichert. Okay, dann spielen wir mal so. Dann passt das. Dann nehmen wir ihn hier erstmal ins defensive Mittelfeld. Dann wäre er hier für uns sozusagen mit 32, 31, aber auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber den setzen wir dann auf die Ersatzbank. Okay, also ich denke mal, im defensiven Mittelfeld sind wir für Kreisliga gut besetzt. Da brauchen wir nicht viel nachlegen. Dann er drauf. So, linkes Mittelfeld. Uns sind links irgendwie die Hände gebunden. Wir haben auch nur einen linken Mittelfeld. Er ist links und rechts. 33 ist okay. Er kann auch links außen spielen. Er könnte sogar, okay, auch linker Verteidiger. Allerdings, wenn wir den als linken Verteidiger einsetzen, fehlt uns wieder in der Offensive eine Option für links.
Und er ist eigentlich auch eher. Er kann gute Flanken schlagen. Dann Beweglichkeit kann man ein bisschen zulegen. Und Antritt soll der auch ein bisschen zulegen. Aber ich finde Flanken 35, wie gesagt, für Kreisliga ist das schon, sagen wir mal, ganz passabel. Und da wir auch über die Außen kommen wollen, nehmen wir ihn hier auf links. Gut. Das hier ist dann unser typischer Ersatzmann für die Zentrale. Der kann alles, allerdings nichts perfekt. Deswegen lassen wir ihn hier mal Passspiel. Ballkontrolle machen wir dann bei ihm später. So, dann haben wir rechtes Mittelfeld. Da sieht es ein bisschen besser aus. Da haben wir hier einen relativ jungen Spieler, ist ein Dribbler. Ehrgeizig und anpassungsfähig. Er könnte hier auch aushelfen. Also er kann rechts, er könnte zur Not auch links. Wobei links würde ich ihn ungern einsetzen. Dafür ist er hier einfach doch zu stark. Und wenn uns mal doch ein Verteidiger ausfällt oder wir da handeln müssen, würde ich ihn ungern auf links einplanen. Und ihn könnte man dann zur Not, gerade wenn wir hinten liegen oder wenn wir Druck machen wollen oder müssen, können wir dann auch auf rechts außen vorziehen. Okay. Und vor allem mit 21 ist das auch recht gut. Deswegen. Und er hat auch gute Werte. Flanken 36. Dann ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber er ist eigentlich in allen ganz gut. Das heißt, der Weber ist für uns hier schon mal erste Wahl. Wir haben hier noch einen anderen Rechter. Oh, er kann aber auch links. Fuß rechts, er ist ein reiner Flügelspieler. Okay. Er kann rechts und links alles, ist 32. Ist aber für mich aufgrund des Alters dann doch eher nur. Nehmen wir mal die zwei rein. Okay, mal schauen, Caratas. Vielleicht tun wir den Herrn Caratas so ein bisschen mal rotieren lassen. Dass wir sozusagen gerade noch Vorbereitung, wenn wir das ein oder andere testen und dann ein paar Testspiele machen, dass wir dann mal schauen, ob wir ihn hier ein bisschen, ja, eine Position zuweisen können, die er dauerhaft spielen kann, dass wir hier mal Leute schonen können. Ich muss auch beim nächsten Mal schauen, ich habe auch keine Musik laufen gerade. Vielleicht tue ich noch Musik hinterlegen oder irgendwas. Das ist auch ein bisschen störend, ehrlich gesagt, aber mal schauen. So, dann schauen wir uns den nächsten an. Den wollten wir nicht gerade aufstellen. Den ziehen wir nochmal raus. Machen wir es halt so. Der ist natürlich enorm stark. 24 und Stärke 34. Das ist, also offensiv muss ich sagen, sieht das schon weit besser aus. Offensiv sind wir richtig gut dabei und der ist auch richtig gut. Leider verletzungsanfällig. Flanken 44. Da kommen wir noch ganz andere Ideen. Okay, wir geben ihm mal Dribbeln und Ballkontrolle. Gegebenenfalls werden wir auch nochmal vielleicht gucken, ob wir ihm hier Kurzpassspiel mit reinbringen. Vielleicht nehmen wir dann sogar das Kurzpassspiel nach oben, dass er zuerst sein Kurzpassspiel ein bisschen verbessert. Bei den allen anderen ist er ganz gut. Okay. Da sind wir schon bei den Stürmern. Ihr seht, die anderen sind auch nicht so ganz stark. Fleißig 25. Okay, das ist dann wirklich nur so ein Ergänzungsspieler, so leid es mir tut. Lange Pässe und Beweglichkeit mal ein bisschen steigern. Daniel Müller. Er ist Publikumsliebling. Publikumsliebling. Ah, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ah, ja, mal schauen. Ist manchmal nicht so einfach. Weil ihn rauszunehmen, kommt auch nicht immer gut an. Aber okay, da können wir erstmal keine Rücksicht drauf nehmen. Und er ist auch, also wenn ihr mal schaut, die Werte hier gegenüber den anderen. Fällt schon extrem ab, selbst wenn wir jetzt nur die wichtigen reinmachen. Hier so 25, 28, 24. Also er fällt doch schon extrem ab.
Also ob er jetzt der Liebling ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es zählen halt nicht nur Namen, sondern es zählen auch Leistungen. Ist halt wie überall und deswegen wird er wohl bei mir nicht so oft spielen. So, das war hier der Herr Wollitz. Ist auch sehr gut einsetzbar, vor allen Dingen mit 21. Und wenn ihr hier seht, er hat jetzt noch Erfahrung von minus 4. Das heißt, das wird sich recht schnell steigern. Das heißt, wenn wir ihn, er hat 29, wenn wir ihn jetzt gezielt einsetzen, das heißt, wenn wir ihm immer mal wieder so 20, 25 Minuten mindestens spielen lassen, dann wird das ihm an Erfahrung gut gerechnet. Und ja, das ist, denke ich mal, Wollitz, so ein Kandidat, den wir als jungen Mann relativ oft bringen können. Werden wir mal in den, und ihr seht es auch hier wieder, also weit, weit, weit besser als vorher. Da macht es dann die Erfahrung, dass er noch nicht so stark ist. Hat allerdings nur einen Stern, schade. Halt, das wollten wir nicht. Wir wollten die Ballkontrolle noch zuweisen. Aber ihnchen hier. Da ist unsere Bank schon fast voll. Sollte man vielleicht mal hier. Na gut, das können wir so lassen. Okay. Ja, und dann haben wir noch unsere Stürmer. Sieht auf den ersten Blick nicht gut aus, wenn ihr hier schaut. Alter 35, Stärke 24. Also im Sturm scheint es dann wieder ein bisschen zu hapern. Und ich möchte ehrlich gesagt keinen von den Mittelfeldspielern hier, die jetzt relativ gut sind, direkt auf Sturm umlernen, weil wir hier meiner Meinung nach gut besetzt sind. Und ja, da wäre es schade, wenn wir die gute Besetzung wieder rausreißen, weil wir auch ein bisschen rotieren sollten. Deswegen gucken wir uns mal die Person an. Aber gefühlt würde ich sagen, werden wir neben den Linksverteidiger uns auch im Sturm umschauen müssen. Wir müssen, ja, wir müssen im Sturm nachlegen. Oh Jesus, wir müssen. Oh. Er hat zwar guten Torriecher. Und naja, er trainiert auch ungern, ist 35. Also aus ihm wird überhaupt nichts mehr werden. So leid es mir tut. Okay, ja, aber irgendwer muss sich halt aufstellen, ne? Das ist nur das Nächste. Er ist 25, ja, 29, 25 Stärke. Vielleicht hat doch die Jugend da noch ein bisschen was zu bieten. Okay. Ich meine, hier kann man vielleicht noch, kommt dann auf die Stärke vom Gegner drauf an. Er ist ein Einzelspieler. Das heißt, ihn würde ich dann so ein bisschen eher als Knipser vorne reinstellen. Da er vielleicht nicht so ganz. Okay, lassen wir das mal so. Dann stellen wir erstmal Hess auf. Und er ist 30, Stärke und Alter 35. Dann wird er dann der zweite Stürmer, ist auch ein Strafraumstürmer. Er ist eigentlich so eher der Knipser. Also ihr merkt, wir haben ein sehr gutes Mittelfeld. Wir haben relativ oder zwei relativ gute Torhüter, aber uns fehlt in der Abwehr auf der linken Seite und uns fehlt vor allen Dingen im Sturm. Volleys, ja, Volleys. Kopfball, nehmen wir mal lieber Kopfball. Ja, ist 1,86, das ist so lala, sagen wir es mal so. Aber wir müssen erstmal jemand aufstellen, deswegen nehmen wir ihn hier drauf und ihn auf die Bank. Und dann haben wir hier unseren Kader soweit fertig. Wir haben hier die zwei, müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen. Ich würde gerne noch zwei, drei Leute dazu holen. Ich schreibe mir gerade mal auf noch einen Stürmer. So, und dann würde ich sagen, dann tun wir das mal hier speichern. Und nennen das mal Neckars Ulmer Löwen. Ja, das ist okay. Leerzeichen nicht erlaubt. Ach Gott, ach Gott. Wie tragisch. So.